Ich will nämlich dem Weihnachtsmann zeigen, was ich zu Weihnachten möchte. Der Weg zu deinem Herzen. Ich habe meiner Mama versprochen, dass wenn ich die Frau meines Lebens finde, dass ich sie anrufe. Yo, liebe Freunde der Sonne, wie geht's euch? Mir geht's super, deswegen gehen wir heute auf Jagd. Wir werden nämlich Chicks klären. Und an der Stelle möchte ich mich bei den Kollegen und Kolleginnen bedanken, die mir einige Vorschläge gegeben haben für Anmachsprüche, sowohl gute als auch schlechte, wo ich allerdings nicht bewerten kann, welche gut und welche schlecht sind, denn das werden uns die Chicks sagen. Wenn alle scheitern, dann kann es nicht an dem Spruch liegen, sondern weil ich einfach hässlich bin. Digga, diese dreckige Karre, Mann, ich muss die endlich waschen. So, Freunde, das ist das erste Video, wo ich meinen neuen Auspuff drauf habe. Ich hoffe, man kann mich jetzt endlich verstehen, Mann. Sorry, kannst du mir kurz helfen? Ich habe nämlich seit dem Distance Learning und so weiter jetzt mit den ganzen Lockdown-Schwierigkeiten in der Uni und ich habe so eine Aufgabe und die lautet einmal deine Telefonnummer und ich kann das Ergebnis nicht. Aber wie gut war der? Sehr gut. Sehr gut, okay. Ich probiere den dann weiter. Ja, danke, ciao. Ja, das war ein guter Spruch. Den müssen wir gleich wieder ausprobieren. Weil der passt zur aktuellen Situation, Freunde. Er ist einfach perfekt zugeschnitten zur aktuellen Situation. Da kann man nicht Nein sagen. Skrra! Freunde, da ist Bernhard. Oh shit, Alter, die ist nicht schlecht. Wie viel Pech? Ich stelle mich hin bei der ersten Möglichkeit, wo man sich hinstellen kann. Und sie geht einfach dort rein, Alter. Ja, Mann, Alter. Mann! Ist einfach gar nichts los, Alter. Nichts. Ich war schon gefühlt ganz Wien rum. Ist einfach keiner auf den Straßen, Mann. Jedes fucking Restaurant zu. Alles hat zu, Mann. Die Leute gehen nur spazieren. Und wo gehst du spazieren? In Parks, Alter. Deswegen ist niemand auf diesen scheiß Straßen, Alter. Weil die zu Hause sitzen, Mann. So, Freunde, wir haben heute einen neuen Tag. Ich musste nämlich letztes Mal die Aufnahme abbrechen. Mann! Aber das macht nichts, denn wir machen heute einfach direkt weiter. Ich bin heute sogar mit einem passenden Schlüsselanhänger ausgestattet. Ein Herz, das gebrochen ist und mit einem Pflaster repariert wurde. Ja, deswegen gehen wir Chicks klären. Irgendwie macht das keinen Sinn, aber egal. Hallo, kann ich ein Foto von euch machen? Ich will nämlich dem Weihnachtsmann zeigen, was ich zu Weihnachten möchte. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Die waren etwas eingeschüchtert. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber eher jünger. Auf jeden Fall, ja, der war ein bisschen cringe. Die könnte man ansprechen eigentlich. Wo gehen die? Hallo? Wärt ihr beiden ein Glückskeks, würde ich euch schon längst aufreißen. Nope. Okay, passt. Schönen Tag noch. Könnte man ansprechen. Sorry. Könnt ihr mir kurz helfen, weil mein Handy-Akku ist leer gegangen. Wegen Google Maps, ist das möglich? Wohin? Der Weg zu deinem Herzen. Schönen Tag noch. Die haben das mit Humor genommen. Und so soll es sein. Einfach mal mitlachen, mitspielen, fertig. Das hat er nicht erwartet. Süßer Hund. Was ist das für eine Rasse? Ein Prager Radler, ist eine Pinscherart. Bleibt er so klein? Ja. Okay. Der passt ja perfekt zum Auto. Genau. Ich habe da kein Haustier, aber zumindest einen Kollegen, das ist mein Rad. Ja. Na gut. Oder was war's? Wir fahren doch gerade. Hi. Ich wollte euch sagen, ihr zwei seid so heiß wie ein Herzkörper im Winter. Was? Ihr zwei seid so heiß wie mein Herzkörper im Winter. Wie gut war der? Gut, gut. To dobrze. Die hat mich einfach ausgedribbelt. Ich dachte, die kommt von rechts. Sie kommt einfach links.
Gerne. Ja, wenn du willst. Leute, ich musste nicht einmal etwas machen und die wollen schon draufsteigen. Aber das war mir schon zu offensiv. Sorry. Kannst du mir kurz helfen, weil mein Handy-Akku ist leer gegangen. Ja. Aber ich habe meiner Mama versprochen, dass wenn ich die Frau meines Lebens finde, dass ich sie anrufe. Ah, okay. Ja. So, meine lieben Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar, wo ihr mir vorschlagen könnt, was es für weitere Anmachsprüche gibt für die nächsten Folgen. Auf jeden Fall nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke anmachen und es auch zu teilen. Ciao. Fuck, jetzt bin ich in die Scheiße reingefahren.